Gibt es Fortnite in der Geisterwelt und können sich Geister befriedigen? Ja. Und zweitens passt es auch zu einer anderen Frage, die ich schon öfter bekommen habe. Und zwar, können Geister so richtig wegbumsen? Geister können in der Theorie untereinander und auch mit Menschen Bimssteine herstellen. Ich sag das jetzt mal so, weil ich nicht weiß, wie streng TikTok ist. Und ich wurde echt lange schon nicht mehr gebannt. Deswegen, yo, bitte. Ich stelle mir das durch das Ektoplasma aufgrund der glibberigen Konsistenz auch sehr interessant vor. Vor allem, wenn man ein Gestaltwandler ist, geht da viel. Oder wenn beide Gestaltwandler sind. Wow! Geister dürfen ihre Existenz den Menschen ja aber nicht preisgeben, deshalb kommt es selten zu Bimssteinherstellungen zwischen Geistern und Menschen. Und wenn sie geschehen, kommt die Geisterpolizei direkt dazu und beendet das Ganze. Ist super unangenehm. Ich bin nämlich mit einem Menschen zusammen, wie ihr wisst, aber ich hasse es auch, Bimssteine herzustellen, wie ihr wisst. Und ehrlich gesagt ist es auch ganz gut für mich, weil... Stellt euch vor, Petze hätte gerade Dienst und ich mache gerade Bimssteine und dann kommt er und... Es gibt übrigens auch die Seite Ghostly Fans, auf der Geister ihre Dienste für andere Geister anbieten und sich und ihre Talente präsentieren. Ist echt wahnsinnig beliebt in der Geisterwelt. Also ja, auch in der Geisterwelt sind viele horny und können richtig viel mit ihrem Körper anstellen und machen das auch. Als Gestaltwandler Selbstbefriedigung betreiben, stelle ich mir auch ziemlich cool vor, wenn du einen Arm einfach so in einen Tentakel umwandeln kannst und dann geht's absolut ab. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Werde ich es tun? Ihr werdet es nie erfahren.